ja, ich gucke mir den heute an und wir gucken uns jetzt aber. Deswegen herzlich willkommen hier zu unserem Stream. Wir lassen uns hier weiterhin inspirieren. Was geht, Bruder? Von Davids Motorvlogs. Und wie gesagt, ich hoffe, ich werde hier bald... Was geht, Bruder? Also es kann passieren, dass ich vielleicht in 2 Wochen auch solche Motorvlogs drehen kann. Das geht bei mir ganz schnell. Ich weiß es jetzt nicht 100%. Ich müsste das Ding ja noch umbauen lassen und so weiter und so fort. Also da sind noch einige Arbeiten, wären da möglich. Und es geht um einen Haufen Geld. Und ich habe das Geld noch nicht mehr. Das heißt, ich müsste mir es von der Bank pumpen. Und deswegen weiß ich nicht mal, ob ich das überhaupt machen werde. Aber dahin zu fahren, den ersten Schritt zu machen und das Ding Probe zu sitzen, Probe zu hören, Probe fahren geht ja leider nicht bei mir. Aber ich weiß eh, es wird mir gefallen, 100%. Deswegen gucke ich mir heute den Ryker an und wir gucken uns jetzt den Stream an. Ich würde sagen, 3, 2, 1, let's go, wir gehen da rein. Moin. Am Ende des Streams zeige ich euch dann auch nochmal, wie der Ryker aussieht. Ich hoffe, dass ich dich mal treffe. Heute ist der Tag. Geil. Was ist das für ein Ich liebe Düsseldorf. Gott, klingt der gut, ey. Also ich kann schwimmen, aber ich gehe halt unter. Ich schlepp dich ab. Ich bin auch Rettungsschwimmerin. Da rammelt Passt ja. Das ist einfach wie in der GTA Online Lobby hier. Ey, ist doch wunderschön, oder? Bei dem schönen Wetter einfach durch die City cruisen mit deinen Jungs. Ey, okay, jetzt bei David ist halt bekannt, ne? Die Leute winken dir zu, ey, dann gehst du noch irgendwo ein Cappuccino oder so davor oder danach trinken. Du weißt, du machst damit Vlogs, du verdienst damit dein Geld. Was ist das für ein geiler Lifestyle, Alter? Und das wünsche ich mir auch, Mann. Du bist heute auf Achse einfach 3 Stunden nach Düsseldorf gefahren, um mit uns Vollidioten hier eine Runde zu drehen. Ja. Caro? Ja. Das ist ein Schätzchen, das ist eine Yamaha. Finde ich schon mal sehr sympathisch. Aha, gell? Genau, das Yamaha ist ein ZFR 125 vom Baujahr 21. Echt jetzt? Allerdings die sieht aber gerade groß aus. Vielleicht ist das der Blick von oben nach unten. Kann sein, dass das vielleicht ein bisschen massiger wirkt. Kein Ori-Auspuff, das ist ein Leowinds-Auspuff. Ah, also der ist laut, sagst du? Ja. Ein bisschen. Ey, hallo? Man könnte sagen, du stehst auf laute, motorisierte Fahrzeuge. Auf jeden Fall. 2 Räder? Ja, klar. 4 Räder? Auch. Ich hab das erste, nee, das zweite, was ich nach dem Ryker gegoogelt habe, war ein Sportauspuff, verdammte Kacke, normal. Gibt's auch einen Leowinds. Nicht flunkern, gell? Geben wir uns heute mal besonders Mühe. Bin gleich fertig. Oh ja, die ist schön. Oh, ach Gott. Und, was haben wir da? Was ist das? Bisschen Pflanzenkunde, Leute. Also jetzt bitte. Ich bin schon Landschaftsscanner. Jetzt lass mich auch bitte einmal punkten, okay? Wir haben hier einen sogenannten, oh Gott, das könnte sogar ein Syringa sein. Also es gibt den Sommerflieder und es gibt den gemeinen Flieder. Ich glaube, das ist der Sommerflieder. Könnte aber auch der gemeine sein. Ich sehe es gerade nicht vom Blatt her, weil die Pflanze so klein ist. Also wir haben entweder den Sommerflieder oder den gemeinen Flieder. Ich glaube eher, das ist der Sommerflieder, weil wir haben noch Sommer. Wir gucken weiter. Ich sehe dich, Caro. Ey, ihr lernt was bei mir, okay? Ob das jetzt nötig ist oder nicht, ich sag euch, es ist nötig. Und wisst ihr warum? Stellt euch vor, ihr nehmt jetzt, ja, das, was ihr bei David gelernt habt, die Blume zu pflücken und sie der Frau zu geben. Und jetzt stellt euch vor, ihr könnt noch punkten, indem ihr zu der Frau sagt, ich habe eine Blume gepflückt. Das ist das Erste, was ihr gelernt habt. Das Zweite kommt dann von mir. Und zwar schenke ich dir hier eine Budleia Davidii. Ey, Leute, also wenn ihr dann mal keine Pluspunkte sammelt bei einer Frau, dann weiß ich auch nicht. Also ihr bekommt hier wirklich Qualitätscontent, okay? Wissen ist Macht. Deswegen, let's go. Gucken weiter. Augen zu. Perfekt. Und Augen auf. Was war das? Jackie Chan? Das war doch Bruce Lee gerade, oder? Hört nochmal und guckt mal nicht das Bild an. Perfekt. Und Augen auf. Das war, ey, war das Bruce Lee? War das Bruce Lee? Ey, also mal 100%, oder? Nochmal, kurz. Zu. Perfekt. Versammelt. Und Augen auf. Ey. 100% Bruce Lee. Dankeschön. Was soll ich dir jetzt hinmachen? Ich kann es an deinem Bike machen. Ja, natürlich. 5 PS Hallo? Mehr. Oh ja. Bisschen flexibel. So, und der Sohn ist natürlich auch dabei. Der muss sich die ganze Scheiße hier reinziehen. Aber du bist einfach ein Gentleman. Das gibt's ja nicht. Hast du das gehört, Caro? Also manchmal bist du kein Gentleman. Ey! Wer ist der Gentleman? Du. Das
Sehr gut, Caro. Wir sind uns einig. So, und mein Date werde ich natürlich mit der Insta360 X4 aufnehmen. Caro, egal wo du bist, nicht nur ich werde dich in meinem Auge haben, sondern auch die Kamera. Es ist einfach ein geiles Produkt. Ich liebe Insta360. Kann das eigentlich sein, dass ich heute das leiseste Bike habe? Also, 125. Mal ganz ehrlich, die Insta360 ist wirklich geil. Also, ist wirklich ein geiles Produkt. Ich habe jetzt nicht die Insta360 gehabt, aber ich habe die, obwohl ich habe gar keine, doch, ich habe eine Insta sogar, ich habe eine Insta Go. Ja, kann ich auch weiterempfehlen. Aber ich finde, David geht ein bisschen fremd, hat er nicht immer Werbung für eigentlich die GoPro gemacht? Nee, es war schon immer die Insta360, ne? Ist aber wirklich eine geile Kamera. Ich habe die auch im Blick, also ich habe mehrere Kameras im Blick. Ja, also diese Action-Cams, ich glaube, die geben sich nicht mehr viel mittlerweile. Also von den Modellen her und von den Marken vor allen Dingen, die sind ja alle etwa auf einem Niveau. Es gibt Plus und Minus, also man muss wissen, was braucht man und dementsprechend muss man sich dann ausrichten. Aber ihr liegt eigentlich mit keiner Marke falsch. Also GoPro, Insta360, was haben wir noch? DJI Action 3 oder sowas. Action 4 gibt es, glaube ich, mittlerweile. Alles Top-Kameras, wirklich. Und gerade für so Motorrad, Vlogging und so weiter, ne, eine super Sache. Auch für Rollstuhl, ey, ganz ehrlich. Ich habe ja die GoPro 8, Hero Black 8, whatever. Die ist jetzt leider mal defekt nach, keine Ahnung, 5 Jahren oder mehr sogar. 20er ist lauter als meine 450er. Das ist ein bisschen peinlich. Polizei ist hier bei Douglas ein bisschen shoppen. Ja, das haben wir hier. Gedanken. SL, Porsche Carrera. Also Porsche Carrera ist schon schön. Oder? Guck mal hier, Urus, Porsche, Bentley. Ich ziehe noch einen Kaffee, aber ich ziehe und höre alles, Leute. Alter Porsche, Speedster, Digga. Also wenn das ein echter ist, ich glaube, der ist asozial. Steht ihr eigentlich so auf Oldtimer? Also bewegt das was bei euch? Ich sag euch jetzt ehrlich, ich finde es jetzt, also das Modell finde ich jetzt nicht so attractive. Aber es gibt wirklich Oldtimer, wo ich sage, brutal. Geil. Zum Beispiel ein Mustang. Ein Ford Mustang GT. Das Ding von 60 Sekunden. Kennt ihr den? Den Film? Und kennt ihr auch diesen Mustang? Ey, perverses, geiles Auto. Das waren früher einfach die Kings, weil die hatten Leistung ohne Ende. Bereits schon sehr, sehr früh in der Zeit. Geile Autos einfach nur. Super fresh aus. Junge, übel geil. Können wir ein Foto machen? Ja klar, was geht, Jungs? Können wir ein Foto machen? Servus. Können wir ein Foto machen? Ich glaube, meine Facecam ist ein bisschen klein, oder? Groß, sorry. Ich mache lieber den hier. Tut mir leid, wenn es ein bisschen zu extrem war. Zu groß. Gerne auch schreibt mir gerne, Leute, in den Chat, wenn euch irgendwas nicht passt oder so, ne? Los. Bis dann, ciao, ciao. Ist doch nett. Alter, jetzt kommt der Quad angeballert. Geil. Vor allem, Quad hat ja auch eine etwas breitere Spur, ne? Also ist etwa so wie der Can-Am, den ich gern hätte. Hier ist eine Kuhle, ich komme nicht raus. Was? Das muss Caro jetzt selber schaffen. Oh, gerade so auf 10 Spitzen. Kilo. Oh, guck dir das an. Ey, ich muss sagen, Lamborghini in Gelb, das ist für mich einfach die Lambo-Farbe. Echt? Echt? Ich bin grün. Was sagt ihr? Also was wäre für euch die Lambo-Farbe? Ich sag euch ehrlich, aber so bei einem Lambo, schwarz. Schwarz. All black. Also, wenn es ein Beast gibt, was wirklich aussieht wie ein Biest und das schwarz sein muss, dann ist es ein Lambo, oder? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Besser. Ich glaube, weil ich früher immer in Need for Speed Hot Pursuit den Lamborghini in Gelb gefahren bin. Weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst. Ey, guck mal, da steht der Quad-Fahrer. Was geht, Bruder? Alles klar? Ja. Geiles Quad. Dankeschön. Was hat das Ding an Leistung? 105. Was? Geisteskrank. Vierzylinder-Umbau. Ja, das ist ein anderes Level, ne? Der hat richtig asozial, die hier in der Stadt zu fahren. Der hat die geswattet. SWAT, wisst ihr, was ein SWAT ist? Oder ein Swap? So, ein Swap. Entschuldigung. Ein Swap. Ja, eine Umrüstung einfach. Der Motor wird getauscht. Und ich sag mal so, ich habe sogar mal überlegt, es gibt noch krassere Umbauten und es gibt sogar einen Händler, der das wirklich in Serie umbaut. Also der das wirklich mit Garantie und so weiter auf allerhöchstem Niveau macht. Und zwar, ich glaube, der sitzt in Berlin irgendwo. Aber diese Bikes, da habt ihr zum Beispiel, sagen wir mal, eine 1000er GSX oder sogar eine BMW. Ich guck mal, ob ich den finde. Wir gucken gleich mal nach dem Video. Und auf jeden Fall, der baut, du hast dann ein Quad, also ein Motorrad, was ein Quad ist. Also, ohne Scheiß. Also, es ist ein Quad, aber es ist irgendwie auch ein Motorrad. Der Motor
Und die halbe Karosserie vorne ist Motorrad, aber die Reifen sind Quad. Also es ist völlig crazy. Und du hast die geballte Power und Leistung von dem Bike in dem Quad. Also es ist völlig geisteskrank. Bist schon mal damit durch den Tunnel gescheppert? Ja. War gut? Ja. Guck mal hier, der im Audi. Was geht, Bruder? Moin. Ich hab gehofft, dass ich dich mal treffe. Was heute ist der Süßi. Tag. Ja. Hey, oh. Stopp. Junge, ich liebe Düsseldorf. Nimm mich mal auf, Bruder. Ich mach dir Truck. Oh yes. Aber eigentlich wird nur David gefeiert, ne? Obwohl, ich denke mal, alle Leute, die da mitfahren, werden bejubelt. Was hat der für ein Bike eigentlich? Yamaha. Alter. Aber wie findet ihr die Optik mit den Rohren unterm Arsch? Unterm Sitz? Das war eigentlich mal ganz cool, als das rauskam, ne? Das war mal was Neues. Also was ich immer geil finde bei Bikes, ist halt ein Doppelrohrauspuff, ne? Ich finde es halt schön harmonisch, ausgeglichen. Was ich aber auch wieder geil finde, sind diese kleinen Cola-Dosen heute. Also da ist ja wirklich nicht mehr viel. Ich frage mich, wie sowas ABE haben kann und wie sowas wirklich dämpfen kann. Also ich finde das echt krass. Aber ich finde die Optik geil. Also egal ob Doppelrohrauspuff, schöne große Tüten, also so Sporttüten halt, oder halt diese kleinen Cola-Döschen. Das macht er nicht zum ersten Mal. Ich schwör's dir, das war zu gut. Das war echt professionell. Lüge. Oh, Digga. Die sah gerade richtig gut aus. Also das Bike von ihr. Das war zu gut. Also ich hätte. Guck mal, ey. Die kommt richtig böse gerade hier in dem schattigen Bereich. Heftig. Ich denke mal, weil sie proportional von ihrem Körperbau jetzt auch nicht die größte ist. Aber das Bike, oder? Was sagt ihr? 1 bis 10? Was gebt ihr für eine Note? Oder sagen wir mal 1 bis 6. Was würdet ihr für eine Note vergeben? Also ich finde, da könnte man schon mal eine 2 auf jeden Fall. Eine 1 ist es noch nicht. Aber vielleicht finden wir irgendwann mal eine 125er, die eine 1 entspricht. Aber die kommt schon sehr nah, oder? Das ist eigentlich schon sehr geiles Motorrad. Also für ein 125er. Wir reden jetzt wirklich von 125 Kubik. Lüge. Aber hey, vielleicht gibt es ja Modelle, also gibt es garantiert, von denen ich nichts mehr weiß, die auch rattenscharf aussehen. Schreibt's gerne mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Digga, guck dir das Ding an. Digga, heute ist Lambo-Town hier. Oh mein Gott, Alter, ich spritz gleich schon wieder ab. Das ist ein Techniker, oder? Ja. Wir verdienen einfach zu wenig Kohle. Turbo S auf der linken Seite, Bruder. Guck mal, was steht da? Ach, da ist der ST. Alles klar bei euch? Ach, die Mutti am Start. Guck mal hier, schön mit Werbung. 911. Hier, guck mal, richtig hier am wahrscheinlich auch am Stremen. Stremerin. Denkt ihr, sie ist YouTuberin? Oder ist der Mann hier der YouTuber? Was denkt ihr? Ist das ihr Porsche? Wahrscheinlich, oder? Hier, die YouTube-Milf. Darf man das sagen? Schon, oder? Alles klar? Hey, ja, da ist er doch. Die beiden Dinger. Ja, okay. Hingucker, die beiden Dinger? Meint jetzt die Frau oder? Wahrscheinlich, Frau ins Auto, ne? Also doch der Typ. Ja. Sag mir wohin. Oder wenn du fahren willst, fahren wir mit meiner Karre mal eine Runde. Wenn ihr Bock habt, dann fahren wir in Kolonne. Wir fahren euch einfach hinterher. Okay, super. Digga, guck. Ja, er tut so, als wäre das ein Angebot, aber ich glaube eher, das ist Werbung sogar für ihn. Guck dir das an, Alter. Die Frau hier vorne im Porsche, der Mann dahinter. Leben durchgespielt, ich schwör's dir. Wie schön sieht das aber aus, ey. Porsche. Was macht ihr denn hier für eine Pause auf dem Standstreifen? Porsche ist schon geil. Auf die Dame. Auf die Dame, na klar. Ich sag dir, wenn du... Oh mein Gott, Caro, ich bin gerade leicht verliebt. Ja, ich hab's gemerkt. Also das imponiert David. Das hat ihn gerade ein bisschen erregt, will ich nicht sagen. Emotional getroffen, emotional zugesagt. Whatever. Noch nie kam jemand so ohne Ankündigung neben mich, hat die Hand ausgestreckt und wollte meine Nähe. Was? Freundschaft beendet! Zack. Was ein Auftritt, mein Lieber. Ja, und du lässt mich jetzt mit deiner Karre fahren, oder was? Mit dem Porsche ST. Wenn das einer ist, der ist ja nur ein Fake. Der ist ja noch teurer, glaube ich, als der GT3 RS, oder? Ist der seiner Frau, oder was? Ist das Frau? Ach, jetzt raff ich gar nichts mehr. Der ist derzeit der teuerste. Ach, guck mal, da sehe ich doch einen Schreck. Hauptsache, das ist der teuerste. Wahrscheinlich Weird Flex, Bro. Ja. Ich weiß es zwar nicht, aber das ist der teuerste. Na, das. Ist das heute ein Flex? Dass das der teuerste ist? Das teuerste Modell? Ich weiß ja nicht. Ich finde, die Optik ist das, was zählt. Und du kannst auch mit einer Kackmühle eine geile Optik hinlegen. Gerade die. Oh, ich weiß nicht, ich habe gerade so viele geile Porsche-Modelle im Kopf. Also,
jetzt nicht von den Zahlen, von den Modellreihen her, von der Optik her. Diese, kennt ihr diese Tokyo Porsche? Also dieses Tokyo Tuning, nenne ich es einfach mal. Da war ja JP auch gewesen. Mit diesen extremen Verbreiterungen. Oh, ey, ein Traum. Kein Fake. Fährt sich gut, ja. Wie hast du geschrieben? Wie sch*** sich manuell fährt, das kann ich selber dann herausfinden. Auf jeden Fall. Ich finde, der sieht brutal schön aus. Normalerweise bin ich ja so ein extremer Frittentheken-Fetischist, aber bei dem sieht's trotzdem ohne geil aus. Boah, Junge, ist das eine heilige Mutter Gottes. Uiuiui. Boah, jetzt sitzen wir drin. Fehlt schon die Frittentheke, ich glaub, nicht, ne? Dass das passiert. Das ist doch geil. Was ist Autoblip? Autoblip, dann gibt er beim Runterschalten Zwischengas. Ah. Dann macht er nochmal so. Okay, das war richtig hässlich gerade. Boah, der klingt ja richtig geil. Ich glaube, der ist ein bisschen zu laut. Der ist genau richtig. Hast du recht, der ist genau richtig. Und es gibt. Hört sich schon gut an. Ich finde, es war so ein dezentes. Wuff, wuff. Ich finde, das geht noch ein bisschen dreckiger. Also es war mir ein bisschen zu verhalten. Das nicht. Ich sitze wirklich hier in dem Ding drin. Wie viele fahren davon rum? Also es gibt... Das ist wichtig. Nicht nur visualisieren, also nicht nur angucken, sondern auch Haptik. Fühlen, das Ding mal an der Hand haben. Was denkt ihr, jetzt mal ohne Scheiß, was denkt ihr, warum ich heute zu einem Can-Am-Händler fahre und mir heute dieses Teil hier anschaue? Ich will... dieses Teil berühren, weil optisch habe ich es jetzt oft genug gesehen. Ich will es aber auch mal anfassen, ich will es hören und ich will es in live sehen. Nicht nur hier im Computer, auf dem Computerbildschirm, sondern wirklich live. Das ist nochmal was ganz anderes und auch ganz wichtig, um das in die Realität zu bringen. Also um den Traum auch wahr werden zu lassen. Ganz wichtiger Punkt. Nur mal so nebenbei. 1963. Wahrscheinlich verschwinden die meisten in Garagen, Sammlungen, also die wenigsten fahren. Geil. Aber du hast dir vorgenommen, das Ding so viel zu bewegen, wie du Bock hast. Ich habe ja kein Geld, um den wegzustellen. Ich brauche den ja zum Fahren. Ach, guck mal, der hat ja wirklich keinen Türgriff. Der hat nur so eine Schlaufe. Also die versuchen wirklich alles an Gewicht einzusparen, ne? Sonst käme ich ja nicht hier. I love it. Oh, Alter, ne! By the way, Leute, wie ist denn der Sound so vom Video und von meiner Voice, also von meinem Mic, weil ich habe da ein paar Einstellungen gemacht und letztens hat es voll extrem gekratzt, mein Mic, und es war alles irgendwie verstellt und ich versuchte einen optimalen Klang wieder hinzubekommen. Oh, was? Also, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. So, Freunde, kleiner Soundcheck, verliebt. Porsche 911 SC. Gott, klingt ja gut, ey. Eigentlich passt an wie ein Bike, ne? Er ist schon sexy. Boah, macht das Spaß. Ich könnte die ganze Zeit mit dem Auto fahren, wirklich. Das ist so sexy, wirklich. Diese Downshifts. Das ist so geil, Mann. Die kann runterschalten, so viel Spaß machen. Das ist lächerlich. Sie ist auch schon am Grinsen. Ich weiß genau, wie geil ich das fand. David? Bist ein geiler Typ. Echt dickes Dankeschön, dass du mir das Vertrauen hier geschenkt hast. Nicht selbstverständlich. Ehrlich. Voll geil. Er hockt als mit dem Helm da. Das nächste Auto ist gespawnt. Ford Mustang. Auf getuned. Ey, Haber. Auch geil. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ein geiles Auto. Ein geiles Fahrzeug. Und den bekommt ihr auch mit einem, ich weiß nicht, wie das bei den Amis heißt, Hammermotor? Hemi, glaube ich. Das sind die großen Motoren mit 6,2 Liter und der Mustang hat, glaube ich, 5,4 oder 5,2 Liter Hubraum, aber auch so 450 PS und bekommt ihr für einen mega günstigen Preis. Also das, was ihr dafür bekommt, Preis top. Salamu alaikum. Habibi. Salam alaikum. Was? Salam. Warum kann ich das nicht mehr sagen? Salam alaikum. Malaikum salam. So. Wie ist dein Name? Ja, Habibi. Du hast ein lautes Auto. Ja, hab ich. Hört ihr den Turbo? Lass eine Runde fahren. Das ist doch aber kein V8. Nee, das ist ein Sechszylinder. Den gibt's ja auch als Sechszylinder. Schönes, dickes Lenkrad. Das gefällt mir. Schön griffig. Dann kannst du den Sound so checken. Ja, safe, Bruder. Dann fahr die Karre rum.
Naja, Optik innen ist halt nochmal dann nicht so geil, ne? Das ist halt die Spar-Variante, muss man schon sagen. Der Sechszylinder mit dem kleineren Motor, das ist nicht mein Ding. Nee, ich bin Team V8. Das ist einfach, V8 ist einfach Liebe. Auf die Optik könnte ich aber auch, also die könnte ich mir auch wegdenken. Weil für mich ist am Auto wirklich das Wichtigste der V8-Motor. Also ich lebe, mein Herz bewegt sich oder bebt zu diesem V8, weil wenn das läuft, wenn ihr durch so eine Ortschaft fährt, kennt ihr diese kleinen Ortschaften, wo die Häuser ganz nah an der Straße stehen? Und wenn ihr da mit einem V8 durchfahrt und ihr hört dieses tiefe Brummen von diesem V8, es gibt nichts Geileres, Alter. Da kriege ich Lusttröpfchen. Alter! Das ist krank. Das ist definitiv ein V6 Turbo. David, wie hört sich das im Innenraum an? Digga, es ist behindert laut hier drin, no joke. Junge, ey, willst du mich ver... Aber laut, ja. Aber laut heißt nicht immer auch gut, ne? Die Turbos haben mir gefallen, muss ich sagen. Das Pfeifen. Guck mal, da kommt noch ein Porsche entgegen. Was ist das denn für einer? GT3. Hast du mir erstmal gezeigt, wer das lauteste Auto hier hat, gell? So typisch. Aber muss... Muss nicht, aber macht doch Spaß. Oh, er dreht sich sogar schon um, Alter. Der weiß überhaupt nicht, was abgeht. So ein Süßi. Pack die Vape weg. Wir fahren jetzt Motorrad. Schaust echt schick aus. Leistungsschwung. Ist das der Mustang? Das hört sich auch richtig kacke an. Leistungsschwung. Nee, 125er. Okay, das ist wieder was anderes, weil ich dachte, wenn das der Mustang ist, das wäre übel. Schwimmen? Ja. So Olympiamäßig. Nee, ich fahre dieses Jahr auf die deutsche Meisterschaft. Darf ich dein Trainer sein? Nicht schlecht. Ich bin ja dich. Perfekt, ich habe nicht immer Seepferdchen. Oha, ich bringe dir das Schwimmen bei. Ich bin auch Rettungsschwimmerin. Pack den Rettungsring aus. War eine Hochzeit. Einen Ring habe ich schon. Aber du brauchst einen dicken, fetten, weißt du? Ich möchte so einen richtig dicken Klunker haben. Du kriegst so einen dicken Klunker, Alter. Deine Hand wird auf den Boden schleifen. Immer diese Zweideutigkeit. Weil der Klunker so dick ist. Nicht billig. Habe ich auch nie behauptet. Also was sind so deine Hobbys außer Motorradfahren? Also primär mit dir Zeit verbringen. Oh, mein Hobby ist Motorradfahren, Schwimmen und ich habe früher getanzt. Ich kann überhaupt nicht tanzen. Was hast du getanzt? Also ich finde, David sollte mal ein bisschen mehr pumpen gehen. Er soll da nochmal ein paar, ich denke mal, er macht Sport, aber er soll da nochmal ein paar Scheiben mehr drauf knallen. Yeah, buddy! Lightweight! Lightweight! Das ist ja noch ein Jungspund, der kann noch ordentlich rackern und arbeiten. Ey, aber ich habe so Gefühle, wenn ich diese Motovlogs sehe. Das ist wirklich ein Traum von mir. Und wer weiß, vielleicht, ich werde heute dem Traum ein großes Stückchen näher kommen. Ich sag jetzt mal nichts, aber wir gucken weiter. So lateinamerikanische Tänze. Oh mein Gott, so Latina-mäßig. Ja, so Cha-Cha-Cha. Wow, Cha-Cha-Cha. Wow, Cha-Cha-Cha, wie abgekackt. So, halt mal. So, wir machen die hinten ran, ne? Wir machen die hinten ran. Und dann machen wir Beckenübungen. Weil du bist ja Schwimmerin und man schwimmt ja im Becken. Bist du bereit, Caro? Wir wollen uns das Motorrad nochmal hier genauer anschauen, weil ich finde diese Umbauteile sehr wichtig. Ne? Er hat ja auch da nicht Serien. Das Logo hat auch jemand geklaut. Ja. Es steht hier einfach wirklich. Supermoto, Caro, lieben wir. Okay, ich steig jetzt einfach da wieder so drauf. Okay. Was sprichst du eigentlich für Sprache? Ich finde das Bild nicht. Jetzt suche ich das Bild gerade von dem Can-Am, den ich auf meinem Desktop gespeichert habe. Der soll. Er muss wohl hinter dem Bild sein, aber ich kann jetzt nicht gucken. Deutsch. Englisch, Russisch. Boah, sag mir mal irgendwas Nices auf Russisch. Was? Englisch, Russisch spricht sie auch noch? Sehr heftig. Das wäre ein Traum von mir. Also ich würde gerne Italienisch sprechen. Ich würde gerne Englisch sprechen. Kann ich nicht. Ich würde sehr gerne Arabisch sprechen, weil das sind halt Sprachen, da kommst du durch die gesamte Welt mit Arabisch, Englisch. Und ich würde gerne Spanisch sprechen. Also Spanisch, Französisch, Englisch, Arabisch, habe ich das schon aufgezählt? Das sind so vier Sprachen. Wenn ihr die beherrscht, könnt ihr eigentlich auf der ganzen Welt euch bewegen und euch mit jedem verständigen. Das ist schon geil. Ey, hallo, weiter. Ja, Lublu Tibia. Was heißt das? Ich liebe dich. Oh mein Gott! Ja! Ich liebe Bild. Das ist schon so ein kleines Klammeräffchen, ne? Das ist gut oder nicht gut?
Finde ich super. Ja, was würdest du sagen? Wie läuft unser Date bis jetzt? Skala 1 bis 10? Eine 9. Der Frozen Joghurt fehlt. Der Frozen Joghurt fehlt? Dann wäre es eine 10? Ja. Wir gehen Frozen Joghurt essen. Zufällig kenne ich da den besten. Ich wollte gerade sagen, also dann her mit dem Frozen Joghurt. Da in Düsseldorf. So ein geiles Der einzig wahre Leonardo Cheeseburger. Schön, dich zu sehen. Die Kombi, sorry, dass ich so oft Halt mache heute, aber die Kombi muss immer sein. Das wird auch heute passieren. Ich mache heute ja Männertag mit meinem Vater. Vater-Sohn-Tag. Wir werden ja uns den Can-Am anschauen. Und danach werden wir logischerweise auch noch was essen fahren. Und wo geht man als Vater und Sohn hin? Natürlich einen Burger fressen. Wir werden auf jeden Fall einen Burger fressen. Wenn jetzt da irgendwo in der Nähe kein High-Exclusive ist, dann wird es wahrscheinlich ein Burger King werden. Aber, ey, Vater-Sohn-Tag, da muss man sowas auch mal machen. Ne? Das gönnen wir uns heute. Wahrscheinlich irgendwo in Bad Kreuznach oder so, weil das liegt auf dem Rückweg. Und das ist die nächstgrößere Stadt. Und was ich nämlich auch noch machen will, in Kreuznach ist nämlich noch ein KTM-Händler. Der hat Supermotos da stehen und auch Enduros und so weiter. Mein Vater steht ja eher so auf Enduros, so reisemäßig, ne? Und mein Traum ist es ja mit meinem Dad, mit einer Enduro und ich mit dem Can-Am Ryker zusammen ins Hinterland am Gardasee. Und natürlich auch am Gardasee zu fahren, geile Videos zu machen, Motorvlog und einfach auch mal ohne Motorvlog einfach mit meinem Dad eine schöne Zeit zusammen haben. Das wäre mein Traum. Das ist so tief in meinem Herzen und ich würde das sehr, sehr gerne schaffen. Hey Enrico, was geht ab, mein Lieber? Wie geht's dir? Freut mich von dir zu hören. Also bei mir geht's gut. Ich muss jetzt gleich leider mich fertig machen gehen, weil ich fahre mit meinem Vater heute. Oh, danke für deinen Support, mein Lieber. Ich fahre heute mit meinem Dad. Du kennst mich? War das eine Frage? Spluffy. Ach so, Spluffy. Hi, Spluffy. Hast dich jetzt umgenannt oder was? Oder neues Ding aufgemacht, neuen Channel? Ja, dann kennen wir uns. Spluffy kenne ich, auf jeden Fall. Spluffy! Du warst ja oft bei mir im Live. Ja gut, dann brauchst du ja jetzt nicht alles zu wiederholen. Dann weißt du ja, was abgeht. Neuer Account, neuer PC. Oh, neues Setup, deswegen so lange nicht gehört. Ja, das verstehe ich. Da musst du ja erstmal viel einrichten, alles auf den neuesten Stand bringen. Da bist du ja erstmal beschäftigt und ja. Aber ähnlich ist es bei mir auch. Guck mal, zum Beispiel, Leute, ich habe ja gestern nicht gestreamt. Sorry, dass ich jetzt so lange Pause mache. Aber wo ist das? Warte mal, ich muss das Bild suchen. Ist das hier irgendwo? Nee, also habe ich es doch nicht runtergeladen oder was. Oh, ich brauche das Foto. Hallo. Dann muss ich jetzt nochmal suchen. Can-Am Ryker. Ryker gefällt mir auch besser als Spider. Der Name. Aber ich werde den sowieso anders nennen dann später. Falls ich ihn kaufen sollte. Es kann echt passieren, dass ich ihn nicht heute... Aber dass ich mir jetzt die Tage den Ryker kaufe. Das kann wirklich passieren. Punkt. So, ich gucke jetzt nach dem Foto und dann speichere ich mir das so, wie ich es ja eigentlich vorhatte, auf meinem Desktop. Was ist das? Ich suche ein Foto gerade. Ich habe eigentlich eins abgespeichert als Beispielbild, damit ich das immer wieder schnell zur Verfügung habe. Aber jetzt muss ich wieder suchen, weil anscheinend hat mein Computer das Bild doch woanders abgespeichert. Wollte ich es schnell verfügbar auf meinem Desktop haben. Jetzt ist es doch wieder weg. Das nervt, ey. Das ist ein gutes Foto. Das ist ein Ryker. Nee, schreibt nicht Oha. Schreibt bitte nicht Oha. Ich habe gestern erst das Beispiel gebracht. Achtung. Achtung. Yamaha. Warte. Ja, Kredit. Natürlich Kredit. Wie viel kostet... Ups. Eine... Yamaha R1. So, eine Yamaha R1 kostet ungefähr 20.994 Euro. Also der Ryker kostet die Hälfte von der Yamaha. So viel Geld ist das gar nicht im Verhältnis. Ich glaube, das liegt daran, dass einfach die Produktionskosten sehr hoch geworden sind in den letzten Jahren. Und ihr dürft nicht vergessen, Motorradfahren ist wieder richtig in aller Munde, also ist wieder gesellschaftsfähiger geworden und ein richtiger Hype.
gerade bei den jungen Leuten, finde ich, ist Motorrad wieder richtig hoch gestiegen im Kurs. Viele machen Motorradführerschein und, wie man ja unschwer erkennen kann, sind die Unfallstatistiken auch hochgegangen. Und gibt es ja urplötzlich, als würde man Geld damit machen wollen für den Staat und für die Fahrschulen, urplötzlich gibt es auf einmal eine zusätzliche Motorradklasse. Ne? Ist ja ganz komisch. Wie viel Bretter hat das? Bro, guck mal. Ich muss erklären. Es kommt beim Motorrad... Also was ist geil bei einem Motorrad? Es kommt immer aufs Feeling drauf an. Okay, was für ein Gesamterlebnis hast du bei einem Motorrad? Was könnte denn beim Ryker die Prio sein? Beim Ryker ist die Priorität oder der Faktor, du willst ja mit dem Teil nicht schnell fahren. Also ich nicht. Weißt du, was ich machen will? Erstens, Motorvlogs. Ich will ein geiles, so ein Motorrad-ähnliches Feeling wieder haben. Und ich will mit meinen Jungs fahren können und unterwegs sein und driften. Weil mit dem Teil kann man driften. Und das ist eine Sache, finde ich, die das Ding sehr interessant macht. Weil ich kann zwar keine Wheelie, obwohl, würde ich nicht ausschließen. Aber in erster Linie ist das Ding jetzt nicht gemacht, um Wheelies zu ziehen. Aber dafür statt ein Wheelie kannst du dann geile Burnouts machen und driften. Und driften ist eine sehr, sehr geile Sache. Nochmal, Bild speichern unter. Also ich frage mich jetzt echt, wo das ist. Dann, oh, wir müssen das Video unbedingt fertig gucken. Digga, Leon hat auf dem Roller, Alter. Ich muss mich gleich umziehen, weil mein Vater kommt gleich. Ich muss noch Sachen vorbereiten. Das ist wirklich ein Spektakel, was ich hier heute erleben darf. Nur umziehen und alles. Das ist der Rentnerflitzer. Du kannst jetzt mal dein Gött präsentieren mit der Insta360 hier. Die Rentnerperspektive. Er hat hier mit dem Roller rum. Also beide, nix gegen Roller. Roller sind ganz geil. Also sehr alltagstauglich und gar nicht mal so langsam. Die Farbe finde ich geil. Blau-grau, ja, richtig geil. Digga, der R8 ist irgendwie lauter, ne? Bruder, geile Karre! Ja! Eieiei, ist der laut. An. Boah. Ja klar, komm, was geht's? Irgendwie hab ich angefangen Motorrad zu fahren, Bro. Junge, ohne wenn du mir sowas sagst, das motiviert mich weiterzumachen. Kein Oh, guck mal, der Ferrari Leonard. Ich glaube, es ist ein 488, oder? Aus. Schickes Ding, ey. Was ist in Düsseldorf los? Wir sind verdammte Geringverdiener. Oh. Düsseldorf, echt, ey. Großverdienerstadt, oder was? Was war das für ein Schüttelanfall? Was geht? Seh, seid Tam am Start, was geht's? Guck mal hier mit Sitz, Alter. Boah, ein Evo, Alter. Wunderschönes Ding. Noch ein Huracan. Bruder, das ist der vierte, der jetzt hier steht. Und Alter, was geht denn da ab? Ey, da trifft sich ja alles. Hier ein G63 AMG. Boah, die Farbe fühle ich sehr hart. Ohne Lamborghini Huracan ist Massenware. Ist mir schon cool, so eine Gruppe Motorradfahrer, gell? Und genau das will ich nämlich wieder. Genau dieses Feeling, du stehst zusammen an der Ampel, hast das Sena am Helm, ey, unterhältst dich, schickst dich. Es ist einfach schönes Wetter, man genießt zusammen die Zeit, fährt danach noch eine Pfeife rauchen oder zum Burger King oder sonst irgendwas. Und das ist doch geil, Mann. Das ist doch Leben und mit Freunden unterwegs sein und die Leidenschaft teilen, dieses Feeling zusammen teilen. Das ist einfach geil. Und guck mal wieder, die Yamaha, diese kleine Yamaha, 125 Kubik, was für eine fette Optik die hier hat. Ich hatte mein Heck gefahren. Nicht schlecht. Ja komm, fahren wir nochmal rein. Oh, ne, 8 GT, Bruder! Yeah. Alter! Oh, Junge! Digga, das Ding ist so sexy. Digga, der ist... Also so viel Unterschied war das jetzt aber nicht zum normalen Modell. Klar, der hat ein bisschen Heckspoiler gehabt, der hat ein bisschen Finne hier, ein bisschen Aufkleber hier, aber so wahnsinnig Unterschied war das jetzt nicht. Teuer und limitiert und so schön mit dem Spoiler. Ja, das spricht für das Auto, also diese Seltenheit und wahrscheinlich der Preis. Spoiler, boah, guck mal hier, Porsche GT3 in Blau. Schön. Ja, aber wird aufgeschrieben, ne, vom Ordnungsamt. Der kriegt erstmal eine Knolle. Boah, ich habe in letzter Zeit so viel Knöllchen bekommen, leck mich am Arsch, ey. Ich muss drei muss ich noch aufmachen. Es wird teuer. Oh, ein McLaren da! Ich bin an einem Tag in zweimal denselben Blitzer gefahren. Also, nicht 100% derselbe. Die haben erst auf dem Hinweg zum Arzt haben sie mich geblitzt. Und dann selbe Stelle, also selbe Höhe, nur auf der anderen Seite, mittags auf dem Rückweg vom Arzt. Ey, leck mich doch am Arsch. Auch nochmal reingefahren. Ey, wer denkt denn da dran, dass die dann wechseln, auf die andere Seite stolpern und da auch nochmal blitzen? Die Penner. Und wisst ihr, was das Asoziale daran war?
50 Meter vom 100er Schild. Also 50 Meter, bevor du anfängst, also, sorry Leute, ihr seid jetzt auf der Autobahn, ihr seid jetzt 60 gefahren und ihr seht da vorne in 50 Metern, das seht ihr ja schon viel früher, aber da seht ihr das 100er Schild, natürlich fängt man doch da früher an zu beschleunigen und genau da stellen die den Blitzer hin, diese Schweine. Ah, guck mal, 765 oder was? Das sind 765, Bruder. Junge, was eine geile Farbe. Ich habe keine Ahnung, wie die Farbe heißt, aber die sieht auf jeden Fall unfassbar geil aus. Guck, das ganze Karbon da drin. Bei so einem Supersportwagen kannst du fast alles an Farben verwenden, ne? Gerade so extreme Farben, finde ich, hast du einfach eine Erlaubnis. Das gibt's ja nicht. Gott, ist der schön. Und keiner hat gesehen, dass da vorne ein M4 ist. Der M4 geht gerade so unter, das gibt's gar nicht. Das Ding sieht doch nicht straßenzugelassen aus, oder? Nee. Das ist krank, Alter. Ja, die Carsporter, die sind so glücklich gerade. Ja, klar. Guck mal, der läuft hinterher. Guck mal. Ich fühle mich gerade wie dieser kleine Junge. Fuck it, hey! Guck mal hier, jetzt kommt das Tandem mit den Teddybären. Geil, Alter. Das ist einfach wie in der GTA Online Lobby hier. Was geht ab? Nice Smile. Ja, ihr auch. Ich dachte, sie hat gesagt Nice Smile, aber sie hat gesagt Nice Bike. Hey, da sind ja noch mehr. Was geht ab? Alles klar? Was geht? Hi. Hi. Servus, David. Wo fahrt ihr hin? Oh, hier auf Dekadent. Bisschen was essen. Sugar Mami? Yeah. Guck mal da drüben, Alter, die sehen ja ganz wild aus. Hi, David. Was geht? Hi. Du machst hier Fotomodel heute? Ja. David übrigens. Mia. Cool. Hab ich auch Bock drauf. Einmal natürlich mich. Ah, ich würde dann auch eine extra, übrigens, also ich habe ja schon Pläne. Ich würde dann auch eine extra, helft mir, ich bin gerade in Gedanken. Ich würde dann auch gerne eine extra Internetseite machen. Nur mit Riker-Fotos. Hast du selber auch Motorrad? Tatsächlich, ja, die steht da. Die 125er. Ich kenne also, uns sogar tatsächlich. Wir kennen uns. Ja, wir kennen uns. Mir. Sehr hübsch. Natürlich nicht vergessen, die Erinnerung musste nur aufgefrischt werden. Ja, dachte ich mir. So sieht's aus. Freut mich sehr. Frauen haben einfach so eine Macht heutzutage. Also Frauen haben schon immer eine Macht gehabt, aber sobald Frauen wunderschön sind, sind Männer wie Piep, wie abgehackt, Alter. Als hätten die keinen Kopf mehr. Dich wiederzusehen. Ich auch. Was hältst du davon? Wie er redet auf einmal. Ganz geschwollen, ganz Ding. Und sie macht gerade so einfach. Einfach um den Finger gewickelt. Wenn wir zwei hübschen. Guck mal, wie schnell die einfach eingeladen wird. Jetzt stell dir mal vor, das wäre jetzt. Das wird er nicht mit jeder Frau machen. Ne? Oh, ich bin auf Muten gekommen. Sorry. Brennen. Das können wir gerne machen. Dann komm auf mich zu. Ne? Schreib mir auf Insta. Muss mir dein Insta aber geben. Mach ich. So, ich schreibe jetzt bald Video. Wird krass. Ja, ich freue mich schon sehr. Ich freue mich ja. Es wird wild werden. Das wird super. Ey, willst du mich verarschen? Zack, Einladung. Da rammelt mich. Hey, es darf nur ich, verdammte Sch. Boah, David ist echt wie so ein Rammler. Es ist kurz mit mir durchgegangen, tut mir leid. Digga, Leonard fährt wie der letzte mit diesem Teil. Ey, das passiert automatisch, wenn du da drauf sitzt. Ja, komm, lass mal tauschen. Alter, jetzt sitze ich echt auf dem Roller, verdammte Kacke. Alter! Die Armatur sieht aber geil aus. Die sieht richtig motorradmäßig aus. Ist geil, oder? Boah, gleich legst du dich, David. Ey, da mach kein Dumme. Du bist so kurz vor, also du schleifst alles, ne? Was? Da mach kein alles auf. Caro, was sagst du? Steht mir mein neues Gefährt? Absolut nicht. Hier ist Platz für deinen Allerwertesten. Da habe ich auch Platz. Digga, was liegt denn hier auf der Straße? Das ist ein Schuh. Ah, er war drüberfahren. Entspannt. Ja. Caro, mein Schatz, möchtest du meinen LXLXLXXLL Safety-Stick ausfahren? Ja. Sei gewarnt, der ist sehr groß. Oh, ja, 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 ja. So, dann befestigen wir mal die Insta-Adresse. Ich glaube, der 3 Meter. 60 hier vorne dran. Gott, schaut euch das an, Freunde. Die Welt in 360. Das ist die sogenannte Drohnenperspektive. Grad. Und das Allergeilste ist mit der neuen Insta360. Aber jetzt muss ich ehrlich sagen, Quali auf einmal nicht mehr so geil, ne? Studio-App könnt ihr einfach mit AI automatisch Dinge tracken lassen. Ist halt reingezoomt. Jetzt ist wieder gut. Aber dieses 8K übrigens ist sowieso, ne? Lasst euch da nicht die Augen verwischen. Das sind nicht 8K. Es sind insgesamt 8K, weil es zwei Kameras sind, die Rücken an Rücken installiert werden und es sind zweimal 4K, weil da sind ja zwei Kameras drin in dieser Insta360 und die filmen ja
zweimal 180 Grad und ergeben dann, also durch ein Programm, wird es dann zusammengerechnet und dadurch habt ihr diesen kompletten Rundum-Effekt, ne? Und deshalb werben die mit 8K, aber in Wirklichkeit sind es zweimal 4K. Also es sind keine 8K-Auflösungen pro Kamera. Das stimmt so nicht. Vor allen Dingen, ihr müsst ja überlegen, wenn ihr dieses Video mit dieser kompletten Rundumansicht ja aufnehmt und am Ende macht ihr das Video und dann nehmt ihr ja meistens nur einen Teilabschnitt von diesem Gesamtvideo raus und ihr filmt dann im Prinzip oder ihr habt dann im Prinzip nur oft auch nur 2K oder so, je nachdem, was für ein Bildausschnitt und wie groß der ist und wie tief und so weiter, je nachdem, wie dort halt die Vorgaben sind, habt ihr auch dementsprechend nur einen Pixelbereich. Und der ist meistens kleiner, der wird nie 8K sein. Nie. Außer ihr macht halt das gesamte Bild, aber dann ist die... Genau, sagen wir mal, ihr macht das komplette Video, ja. Das ist jetzt zu kompliziert, scheiß drauf. Also AI entscheidet, was am besten zu tracken ist. Macht sie super. Okay, holy... Und jetzt machen wir noch ein paar geile Aufnahmen, okay? Okay. Der Link zu Insta360 ist natürlich wie immer in der Beschreibung. Gerade am Helm habe ich die Ace Pro, mit der filme ich meine Vlogs. Und alle 360-Grad-Aufnahmen filme ich mit der Insta360 X4. Lieben wir. Ja, Mann, Leonard, der Rollerfahrer. Ich sehe uns da alle auf dem Roller irgendwann. Wir kaufen uns alle so einen Roller und dann gehen wir damit Enduro fahren. Das ist und cool. So. Ich will mit dem Roller... Also, das macht doch bestimmt Spaß. Stell dir schon vor, so eine 125er Rollergang. Treppen runterballern. Oh! Alles okay? Ich hab dich voll getreten, ne? Ja, ein bisschen am Bein, aber es geht schon. Ey, tut mir voll leid. Ich hab gesehen, er hat So, ein sehr cooles Video. Ich habe heute sehr viel erzählt. Ja, ich hoffe aber, eure, oder eher gesagt, meine Reaktion hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, einen Kommentar und ein Follow. Und ja, abonniert diesen Kanal, um zukünftig nichts mehr zu verpassen. Ich habe es ja gesagt, ich bin wirklich sehr interessiert an dem Can-Am. Ich zeige euch nochmal das Foto, worum es geht. Denn ich werde mir den eventuell kaufen. Also es ist wirklich, es fehlt nicht mehr viel für den Kauf. Den gucke ich mir jetzt gleich an. Also nicht mit dieser Folierung, aber das Modell schaue ich mir gleich an. Und mit meinem Dad zusammen werde da mal Probe sitzen. Und dann sind wir der Realität, also dass das Realität wird, wieder ein großes Stückchen näher. Also das wird sehr gefährlich sein nachher. Aber das ist Zukunftsmusik, vielleicht wird auch gar nichts draus. Aber ich freue mich auf den Tag heute mit meinem Dad zusammen. Er ist ja auch Motorradfanatiker. Und Leute, wenn euch das Video interessiert hat, wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt und eventuell auch nicht verpassen wollt, dass ich dann so einen Ryker kaufe, bleibt wirklich dran. Also es würde interessant werden. Ich würde alles zeigen vom Kauf bis hin zum Probefahren geht ja nicht, aber bis zur ersten Fahrt und so weiter. Abonniert den Kanal. Ciao Kakao, tschüssli Müsli und bis denne Antenne.